mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video unserer Serie Jünger sein. Und in diesem Format, da nehmen wir immer so ein Teaching von Jesus heraus, was er vor tausenden von Jahren gesagt hat, was in der Bibel steht und schauen, was kann das für unseren Alltag heute bedeuten. Und in diesem heutigen Video soll es darum gehen, wie du rein vor Gott sein kannst. Und zum Start des Videos lese ich dir mal kurz die Bibelstelle dazu vor. Die steht in Matthäus 5, Vers 8 und da heißt es: Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Jetzt lass uns zuerst mal in den Kontext schauen von dieser ganzen Geschichte. Und zwar ist das wieder ein Teil der Bergpredigt. Das bedeutet, Jesus hat in dieser bekannten Predigt zu seinen Jüngern ganz viele Sachen gesagt, die sie ermutigen sollen in ihrer Nachfolge. Und er hat sie angespornt, wirklich dran zu bleiben und er hat ihnen einfach so ein paar Schlüsselpunkte mitgegeben für ihre eigene Nachfolge zu Jesus. Und was kann das jetzt für uns heute bedeuten? Der erste Punkt ist, Gott allein entscheidet, was rein ist. Und das bedeutet einfach, dass es in der Bibel einen bestimmten Maßstab gibt. Und zwar sind das eben die Gebote, die Gott uns Menschen in der Bibel mitgegeben hat. Das biblische Bild ist, dass allein Gott rein und heilig ist und wir Menschen selbst das nicht einfach entscheiden können, was jetzt gut und richtig ist, sondern dass Gott derjenige ist, der das entscheidet. Und alles, was eben gegen diese Gebote spricht, was man dagegen tut und so weiter, bezeichnet dann die Bibel eben als Sünde. Das heißt, biblischer Kontext, und da steht ja auch dieser Vers drin, alles das, was rein ist, entscheidet Gott selbst. Mein zweiter Punkt ist, ein reines Herz ermöglicht die Beziehung zu Gott. Wir erinnern uns, im zweiten Teil des Verses steht eben, diese Menschen, die ein reines Herz haben, die werden Gott sehen. Kein Mensch kann sich jetzt irgendwie selbst rein machen vor Gott, sondern allein durch Jesus Christus kann man diesen, ich sag mal, das Reinheitslevel vor Gott erreichen. Dazu möchte ich dir nochmal einen Vers vorlesen aus Kolosser 1, Vers 22. Dort steht: Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld als rein vor ihm da. Wer also Jesus Christus als Herrn und Retter anerkennt und damit in diese Beziehung startet zu Gott, der wird rein vor Gott und kann dann eben in diese Beziehung hineintreten mit Gott. Und mein dritter Punkt ist, unsere Herzen werden durch Gott rein. Ich habe dir ja gerade schon davon erzählt, wer sich für Jesus entscheidet, der startet in diese Beziehung zu Gott. Und wenn du diese Beziehung startest, dich für den Glauben an Jesus Christus entscheidest, dann sagt die Bibel, bekommst du den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, das ist Gott selbst. Und er lebt dann quasi in dir und verändert dich von innen heraus. Sobald du diesen Heiligen Geist hast, wirst du rein vor Gott. Und die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. So ist es eben auch. Man wird ja schon im Laufe des Lebens ein bisschen heiliger, wenn man so möchte. Es gibt Früchte des Heiligen Geistes, die stehen in Galater 5, die kannst du dir nochmal in Ruhe durchlesen. Das sind Liebe, Freude, Geduld und so weiter. Und die nehmen immer mehr Raum ein in deinem Herzen und in deinem Leben, wenn du dich darauf einlässt, eben auf diese Beziehung zu Gott. Und du wirst erleben, dass Gott dich von innen heraus verändert. Und ja, dir quasi auch schon zu Lebzeiten, sag ich mal, ein reineres Herz schenkt. Obwohl es natürlich nie perfekt sein wird und erst im Himmel werden wir wirklich heilig und perfekt sein. Aber auch auf dieser Erde können wir ein bisschen reiner quasi werden. Und zum Abschluss möchte ich dich noch ganz praktisch ermutigen. Und zwar als erstes, danke doch heute noch Jesus dafür, dass du durch ihn rein vor Gott dastehen kannst und deswegen in diese Beziehung zu Gott treten darfst. Und mein zweiter Punkt, der geht an dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist es doch eine wunderbare Einladung an dich, diesen Jesus besser kennenzulernen, dich über ihn zu informieren, vielleicht hier noch mehr Videos auf unserem Kanal zu schauen oder wie auch immer, einfach Bibel zu lesen und diesen Jesus kennenzulernen. Und mein dritter Punkt ist, dass du dir nochmal Galater 5 durchliest, also diese Früchte des Heiligen Geistes und einfach mal so schaust, okay, was kann vielleicht in meinem Leben noch mehr Raum gewinnen, Gott einfach darum bittest, dass er dich immer weiter verändert. Und jetzt gleich findest du noch ein paar Gruppenfragen, die kannst du natürlich auch alleine mal für dich beantworten, vielleicht auch mit einem Freund, mit einer Freundin, mit deiner Gruppe. Und da kannst du es noch mal ein bisschen vertiefen, was du gerade gehört hast. Und da wünsche ich dir ganz viel Segen dabei. Und in diesem Sinne, stay on fire!